Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge School of Dragons. So, ich starte jetzt hier zwar noch in der Eiswelt, aber gleich sollte wieder eine Verteidigungsaktion der Schule stattfinden. Und deswegen würde ich da jetzt ganz gerne mal hinreisen, denn das haben wir mit Peaches noch gar nicht gemacht. Bislang durfte da immer Rosinante dran. Und jetzt würde ich da ganz gerne mal mit Peaches mitmachen. Wir haben noch ein klein wenig Zeit. Oh, da oben können wir auch noch eine Quest annehmen bei Higgs. Das ist jetzt aber eine andere. Das ist jetzt nicht die unten auf der Eisinsel, ne? Jein. Eretz Plunder haben wir hier auch noch. Astrid sagt mir immer, dass ich alles für Berg schaffen kann oder machen kann. Es ist schwer, seine Verantwortung mal zu vergessen, weißt du? Aber ich kann dir trauen, dass du diese Aufgabe zu einem Ende bringst. Eret hat ein Bündel von Bergs Waren aus den Händen der Drachenjäger gerettet, in Anführungsstrichen, und könnte eine Hand gebrauchen, sie zu sortieren. Kannst du ihm helfen? Die Waren sind am Trainingsort bei seinem Schiff. Okay. Ist das hier direkt nicht unter uns? Quasi. Oha, der sieht ja cool aus, der Drache. Weiß ich nicht, ist das bei uns hier oder ist das woanders? Ich weiß es nicht. Könnte schon sein. Ich muss übrigens sagen, ich überlege momentan wieder, beziehungsweise ich bin jetzt gefragt worden, ob ich jetzt eigentlich momentan noch an der, an der Mitgliedschaft überlege. Tatsächlich tue ich das gerade nicht mehr, weil das Projekt mittlerweile immer schlechter geschautet, wirklich mittlerweile ziemlich schlecht. Für die Anzahl vor allen Dingen auch an Abonnenten. Bringe ich das einfach so langweilig rüber oder wie sieht es aus? Könnt ihr mir gerne mal schreiben, wobei die das jetzt gerade sehen, ihr gehört dann ja zu denen, die es gucken. Aber es wird halt nicht wirklich viel geguckt und deswegen überlege ich, ob ich es generell wieder einstelle, weil ich ja gesagt habe, dass ein Projekt schon wirklich gut laufen muss, damit ich es noch weiter zeige zukünftig, weil ich da eben mittlerweile ein bisschen mehr drauf achten muss. Ich glaube aber, ich fliege jetzt doch erstmal hier hinten hin, um diese Schlacht zu machen. Halt mal an. Wie viel Uhr haben wir denn gerade? Ich muss mal auf mein Handy gucken. Ja, 14:01 Uhr. Das müsste eigentlich gleich losgehen. Kann auch sein, dass heute die Folge ein bisschen kürzer wird, weil ich schon wieder ein Platzproblem habe. Ich habe eigentlich viel Platz. Ich habe auf meinem kompletten PC habe ich 4 Terabyte und die sind trotzdem immer voll. Gut, meine Aufnahmeplatte ist nur 1 Terabyte groß, aber die Videofiles werden einfach so riesengroß. Wie der Drache da oben. Dass das wirklich schwierig ist. Da oben sind auch welche mit dem Glutkessel. Da habt ihr mir ja schon geschrieben, dass der am besten ist. Nur habe ich momentan einfach nicht die Kohle für einen Stallplatz und für einen Drachen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht wird Peaches dann ja gleich sogar schon Level 11, wobei dafür müsste ich wahrscheinlich schon richtig gut kämpfen. Aber hier kommt irgendwie gerade gar kein Schiff. Wie weit kann man eigentlich aufs Meer rausfliegen? Weiß ich nicht. Würde mich jetzt mal interessieren. Wahrscheinlich bin ich dann irgendwann ganz weit davon weg und es tut sich nichts mehr. Keine Ahnung. Ah. Da kommt das Schiffchen jetzt. Können wir doch anfangen. Ich habe die nur abgeholt.
Wir haben sie nur begrüßt. Haha. Die sind schon süß, die wahnsinnigen Zipper. Die sind schon eigentlich echt knuffig. Ich wüsste gar nicht, was ich für einen Drachen haben wollen würde. Abgesehen natürlich von einem Tag- oder von einem Nachtschatten. Die sind natürlich... Die gefallen mir am besten, weil sie einfach niedlich sind. Davon ab wüsste ich tatsächlich gar nicht, welchen Drachen ich mir sonst wünschen würde. Muss ich ganz ehrlich sagen, da hinten, da, das ist kein Nachtschatten, der blaue. Das ist, glaube ich, so ein Sand... Weiß ich nicht, wie der weiter heißt. Da hinten, der hinter dem Gronkel oder hinter den Gronkeln, da sind zwei. So, hier kann ich ja momentan noch nicht angreifen. Ein bisschen müssen wir uns dann noch gedulden. Oh, langsam. Jetzt. Boah, ich komme da gar nicht so schnell hoch, wie ich da wahrscheinlich hochkommen müsste, dass sich das wirklich lohnt mit dem Aufladen. Ich weiß es nicht. Lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Lande doch. Ich habe gar nicht so viel Reichweite wie die, die von da oben schießen. Kann das sein, dass das bei dem irgendwie länger dauert, bis er sich wieder aufgeladen hat? Ja, Bronze. Bin ich denn gelandet? Da unten. 19 von 22. Ja gut. Wir können ja mal gucken. Was haben wir denn drin? Schrecklicher Schreckenstärker. Ich weiß nicht, was diese Stärker machen. Ich weiß es nicht. Das könnt ihr mir vielleicht auch mal in den Kommentaren beantworten. Das weiß ich nämlich nicht. So. Dann quatschen wir jetzt mal mit Eret. Ich bin so froh, dass du vorbeigekommen bist. Was heißt nochmal Witness? Du bist auf jeden Fall ein weiterer Dingsbums. Auf meinem, oder bei meinem, was auch immer, Sieg über die Drachenjäger. Ja, ich war ein bisschen auf der Auktionsinsel unterwegs und habe einen Drink, also ein Getränk, ja, Drink ist mittlerweile auch eingedeutscht, kann man schon sagen, und habe einen Drink mit einigen meiner alten Freunde genossen, während ich diese Williams, weiß ich nicht, Dörfler, belauschte, wie sie über einen großen Fund oder wie sie einen großen Fund diskutiert haben. Die Drachenjäger haben die Entdeckung eines verlorenen Käfigs von Bergswaren gefeiert. Sie haben geplant, einiges Geld mit ihrer Beute zu verdienen. Aber sie haben nicht mit mir gerechnet.
Ich habe mich selber an der Bar entschuldigt, habe mich auf ihr Schiff geschlichen und relieved them of all the... Ich denke mal auf... Und habe sie von all der Ware, von all ihrer Beute befreit, in Anführungsstrichen, denke ich mal fast. Ich wette, damit haben sie nicht gerechnet. Was ein Abenteuer, ha? Ich weiß nicht, was irgendwas mit Intrige. To sort them yet. Also er hatte nicht die Chance, ich weiß nicht mehr, was to sort heißt. Er hatte nicht die Chance, irgendwas mit ihnen jetzt, also jetzt irgendwas rauszubekommen, denke ich mal fast. Aber er hat ein paar sehr intrigante Dinge rausgefunden. Crate. Loot Crate ist so eine Kiste, halt so eine Box. Ich denke mal auch Kiste, ne? Kannst du dich durch diese ganzen Kisten suchen und alles anklicken, was dir ins Auge fällt? Durch welche Kisten? Die da hinten? Scheint so, ja. Was ist das? Wenn der Wind sich beruhigt und der Krieg endet, kommt die Rechnung und muss bezahlt werden. Das heißt Shatter nochmal, aber die Stürme werden, weiß nicht, aufziehen? Keine Ahnung. Wenn Berg einen Freund braucht. Wow. Sogar ich habe darauf gehört. Und ich bin nur ein Neuer. Wir müssen davon jemandem erzählen. Ich werde mich weiter durch diese Dinger wühlen. Ich werde weiter mir diese Teile angucken, während du weg bist. Wenn das ist, was ich denke, was es ist, dann muss ich einige mehr davon in der Zukunft finden. Kannst du Valka erzählen, was wir gefunden haben? Natürlich können wir das. Das ist doch gar kein Problem. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute erstmal von euch. Wie gesagt, heute eine etwas kürzere Folge. Seid mir nicht böse. Wow, der sieht cool aus. Also dann, ihr Lieben, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!